Also ich bin hin und her gerissen, muss ich jetzt sagen. Ich sage nicht nein und ich sage auch nicht ja, weil es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Also ich persönlich würde sagen, ja, okay, kann man machen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings gewisse Reglements, die A, die Türkei einzuhalten hat und B, sollte sie vielleicht ein bisschen ihren Standpunkt zum Thema Menschenrechtsverletzungen und Grundrechtseinschränkungen mal angehen. So wie ich das sehe, will die Türkei gar nicht mehr. Forciert das auch nicht mehr. Ich selber würde das positiv sehen. Hätte nichts dagegen. Ich weiß jetzt nicht, was mich da stressen sollte dran. Naja, wenn man sich die Türkei so mittlerweile anschaut, ist sie, glaube ich, ziemlich modern geworden. Und die können schneller einen Flughafen bauen als wir. Naja, ich vertrete die allgemeine Meinung. Solange sie halt die Menschenrechte so missachten, ne, sollten sie nicht in der EU sein. Die Türkei braucht man sowieso in der EU. Das ist eine von den mächtigsten Ländern, so reiche Land. Und das bringt sowieso nur positive Seite, wenn sie in die EU eintritt. Kommt drauf an. Wenn es keine so Schulden machen wie die Griechen, dann geht es schon. Sind Spanien dabei, sind die anderen dabei. Warum nicht die Türkei? Ne? Nichts Schlechtes und nichts Gutes sagen, wenn ich mich nicht darüber informiert habe. Und das habe ich bis jetzt noch nicht. Kein Problem. Warum nicht? Begründung gleich. Jeder Staat mehr, denke ich, ist nicht schlecht. Braucht noch ein bisschen. Lieber noch ein bisschen warten. Nichts dagegen, wenn die Türkei in die EU kommt. Ganz einfach, weil nicht nur vom Land her, oder von den Kontinenten her, die Türkei auch nach Europa gehört. Muss erst eine Demokratie werden. Demokratie. Das heißt also, auch die Kurden müssen voll akzeptiert werden. Ah, das ist schwierig. Also ich würde es begrüßen. Punkt, Schluss. Ja, ich würde sagen so 50-50. Es spricht vieles dafür, spricht auch einiges dagegen im Moment noch. Ja, die Staatsführung im Moment finde ich nicht so gut. Da wäre ich etwas vorsichtig. Hat Vor- und Nachteile. Die Vorteile sind auf alle Fälle Europäische Union, Erweiterung. Der Nachteil ist, dass doch manches Rechtsempfinden in der Türkei noch nicht westlich geprägt ist. Ich finde schon, es wohnen so viele türkische Menschen hier in Deutschland, sind auch deutsche Staatsbürger inzwischen. Also im Grunde passt man schon zusammen, aber ich würde auch irgendwie darauf plädieren, dass man schaut, dass man einfach westeuropäische Standards entwickelt. Nein, das kriegen wir uns alle zwei. Das ist ja wurscht. Du denkst das so und ich denke so. Ja, wie zivilisiertes Volk. Ach geil, da rennst du mit der Burka umeinander und mal fünf Weiber gedulden. Das ist nicht machbar für uns da. Ja. Das ist einfach ein anderes Volk. Da haben wir anders tun, weil wir, ich tue ja nichts weg, die sollen ihr Ding machen. Und wir machen unser Ding, aber wir können den ganzen Zinnober nicht machen und gedulden, weil das nicht geht.